solchen Situationen, in der wir uns befinden, da muss man sich ablenken, da muss man seine Ängste kompensieren durch eine Beschäftigung. Ich habe mir schließlich auch eine mitgebracht. Was gibt's da zu lachen? Das ist ein ganz normaler Würfel mit 8 Ecken, 12 Kanten, 6 verschiedenfarbigen Flächen. Darüber hinaus besteht er aus 26 kleinen weiteren Würfeln. Also was sonst? Ich sage Ihnen, so ein Würfel ist eine vollkommene geometrische Form. Und in dieser Vollkommenheit, möchte ich einmal sagen, ist dieser Würfel auch irgendwie symbolisch für ein geordnetes und intaktes Gemeinwesen. Ja, also wenn Sie so wollen, dann steht der Würfel, so wie Sie ihn da sehen, als fantastisches Symbol für unseren Staat. Ja, also wenn wir uns auf diesen Gedanken alle mal einlassen, dann stehen hier die verschiedenfarbigen Flächen für die verschiedenen gesellschaftlich und politisch relevanten Bereiche. Darf ich mich verstanden fühlen? Dankeschön, dem Rest erkläre ich es schnell. Da wäre hier erstmal wäre hier die Legislative oder auch das Parlament, das hat die Farbe Gelb, ja? Die Exekutive, das ist also Verwaltung, auch Regierung, hat die Farbe Rot. Ja, hier schon. Dann wäre noch die Industrie und Wirtschaft ist blau. Die Gewerkschaft hat die Farbe Rosa. Dann haben wir noch Justiz und Rechtsprechung hat Grün. Fehlt mir noch ein Bereich. Ja, hier Weiß. Weiß, das ist Forschung. Forschung und Wissenschaft. Weiß. Bitte auch, wenn die Wissenschaft grundsätzlich immer an allem unschuldig ist, die Farben haben keinerlei Symbolcharakter. So, nun sehen Sie alle Bereiche fein säuberlich voneinander getrennt, wie sich das auch für ein geordnetes und intaktes Staatswesen so gehört. Ich muss allerdings darauf aufmerksam machen, dass es hier an den Kanten, ja, hier an den Kanten, da kann es schon mal etwas ineinander übergehen. Ich will damit sagen, es kann vorkommen, dass jemand aus der Verwaltung, ja, also ein Beamter, dass der im Parlament sitzt. Das kommt gelegentlich vor. Na bitte, es ist bei uns sehr unerheblich, es ist noch unter 70%. Dafür ist es allerdings hier an den Ecken viel komplizierter. Da kann es nämlich sein, dass ein Abgeordneter ein beamteter Jurist ist. Sehen Sie das? Wenn der aber jetzt in die Wissenschaft will, also wenn der Hochschulprofessor wird, muss bei uns merkwürdigerweise ein Dreh angewendet werden. Und was entsteht dabei? Dabei steht, ein parlamentarischer Wirtschaftsjurist ist jetzt in die Verwaltungsebene geraten. Da kann nun beim besten Willen die Gewerkschaft nicht untätig zusehen. Die muss nun einen ihrer Abgeordneten in die Legislative versetzen. Und was passiert? Das Parlament ist wirtschaftlich übermäßig durchsetzt. Also das kann nicht so bleiben. Es müssen nun viel mehr Gewerkschafter in die Aufsichtsräte. Dafür kommen allerdings auch mehr Juristen in die Verwaltung. Wenn also jetzt ein Wissenschaftler im Aufsichtsrat einer Versicherung sitzt und im Auftrag der Justiz ein Gutachten macht, dann wird die Sache spannend. Oder wenn nun ein gewerkschaftlich organisierter Architekt in die Verwaltung einsteigt und bei der Vergabe eines parlamentarischen Bauvorhabens sich vorsorglich einen Anwalt nimmt, der noch dazu Berater eines Bauunternehmens ist, dessen Vorstandsvorsitzender im Bundestag sitzt, dann entsteht das, was wir eine pluralistische Gesellschaft nennen. Oder wenn jetzt der Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes, Schwarz ist gar nicht dabei, im Aufsichtsrat der Firma Airbus sitzt, für seine privaten Flüge aber die Maschinen eines mit ihm befreundeten Händelbraters vorzieht und wenn der Boss einer gewerkschaftseigenen Bank in 9 verschiedenen Aufsichtsräten sitzt, Sie sehen, ich könnte stundenlang so weitermachen, ohne die neue Heimat auch nur zu erwähnen. Oder wenn jetzt Medizinprofessoren von der Justiz herangezogen werden für ein Gutachten über einen Pharmabetrieb, der als Tochtergesellschaft einer Rüstungsfirma, in der ein Gewerkschafter den Aufsichtsratsvorsitz hat und die dann für den Bau einer zweiten Startbahn, nein, im Vorderen Orient, eine Landesbürgschaft beantragt. Jetzt habe ich was vergessen. Als wichtig muss ich Ihnen mitteilen, in dem Würfel nämlich
Also außen, das hatten wir ja alle zusammengeklärt, außen, das waren die verschiedenen gesellschaftlich und politisch relevanten Bereiche. Aber in dem Büffel, da ist das Volk, um das sich das alles dreht, das kriegt von alledem nichts mit. Wenn also jetzt ein Elektrounternehmen für die Entwicklung einer Wärmepumpe staatliche Förderungsmittel erhält und wenn das juristische Gutachten des Medizinprofessors über die parlamentarische Auswirkung des Händelbraters auf den Airbus und Vorstand der Gewerkschaftsbank, ich glaube, jetzt habe ich mich verfranst, wenn dann die Bauvoranfrage über ein gewerkschaftseigenes Bordell im Parlamentsviertel von der Justiz medizinisch begründet, im Aufsichtsrat einer parlamentseigenen Universität, deren Rektor ein gewerkschaftlicher Bauunternehmer ist und der als Betreiber eines mittelständischen Kernkraftwerkes das Vertrauen der Pharmaindustrie genießt, weil er als Schwager des Ministerpräsidenten dessen Sekretärin im Airbus 2x1x2 davon überzeugt hat, dass die zweite Startbahn durch das Bordell gefährdet wird. Also dann möchte ich wissen, wie daraus jemals wieder ein geordnetes und intaktes Staatswesen werden soll.